Nachdem euch mein Portugal-Lidl-Video so gut gefallen hat, gehen wir heute einfach mal in den Aldi. Das Erste, was mir hier draußen schon auffällt, ist, die Einkaufswagen sehen alle aus, als wären die brandneu und würden jeden Tag poliert. So sauber. Hier kocht man anscheinend immer gerne große Portionen. Hier liegen so riesige Fleischstücke rum. Unglaublich. Wenn früher der Deutsche nach Spanien oder so in Urlaub gefahren ist, dann hat er immer das deutsche Brot vermisst. Das hat sich geändert. Was für eine schöne Verpackung für eine Weinflasche. Ist ja direkt ein super Souvenir. Muss ich mitnehmen. Aber auch hier gibt es Bier in allen Variationen. Brötchen, die sehen lecker aus. Da nehme ich doch glatt ein paar mit. Juhu, ich habe auch Sahne gefunden. Nata, so einfach kann es sein. Die Kirschen im deutschen Karton. Das ist ein Insider nur für Mr. Minimac. Er weiß warum. Also, geh zum Aldi, da gibt's die. Diese Saftpressanlagen, die gibt's wirklich in jedem Supermarkt. Liegt wohl dran, dass es hier extrem viel Orangen gibt, würde ich sagen. Also, wer sich mit dem Gedanken trägt, auszuwandern und vielleicht Angst hat, er könnte irgendwie deutsche Sachen vermissen. Adler, aber ganz schön teuer. Dann muss ich direkt zwei nehmen, weil den brauche ich jeden Tag zum Frühstück. Das ist extra für das Herrchen von Live. Ihr könnt auch mal nach Portugal fahren. Ach, da sind sie ja, die Schöppen. Ich habe sie schon vermisst. Ich frage mich natürlich schon, warum ich jetzt für einen Monat Hundefutter mit nach Portugal geschleppt habe. 2200 Kilometer. Aber auch hier gibt es Toiletten. Im Aldi Alcobaça. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Diesen schönen Sonnenuntergang hier hinter den Bergen. Ein Schwenk. Da hinten ist Alcobaça. Hier bin ich. Nebenan ist der Burger King. Und da hinten gibt es noch Decathlon Express. So, hier die Ausbeute des Einkaufs. Singapur-Nudeln, 3,99 € kosten bei uns auch mittlerweile, glaube ich, über 3 Euro, 3,40 Euro oder sowas. Griechischer Joghurt, 2 Kilo, Sahne, ja, die war teuer mit 3 Euro, weil es natürlich ein Importprodukt ist. Haferflocken, lecker für die Hunde, Toilettenpapier, Wasser, 2 Flaschen Wein, 4 Brötchen, Kaffee, natürlich auch nicht gerade ein günstiges Produkt. Eine Rügenwälder, Streichwurst, Tempos, Tuck, natürlich auch wieder ein Importprodukt und einmal Tonic Water und das Ganze hat gekostet 33,76 Euro. Mein Resümee, man bekommt alles. Importprodukte haben natürlich ihren Preis, muss man sich halt überlegen, ob man das braucht unbedingt. Ansonsten, es gibt alles, niemand braucht verhungern. Und die Preise sind im Ausland definitiv teurer als in Deutschland. Immer schon so gewesen, an alle Jammerer in Deutschland. Bis dahin, eure Piepmarie. Ach so, und wenn ihr euch fragt, was das hier ist. Ja, ich hatte einen kleinen Kampf mit dem gemeinen portugiesischen siebenzahnigen Säbelzahntiger. Aber ist schon fast wieder verheilt. Bis dahin, ciao.